Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, verehrte Gäste, Dietmar Bartsch ist am 31. März 1958 in Stralsund geboren. Er hat zwei Kinder. Er hat 1976 sein Abitur gemacht, danach seinen Grundwehrdienst abgeleistet. Und er hat von 1978 bis 1983 Wirtschaftswissenschaften an der Hochschule für Ökonomie in Berlin-Karlshorst studiert. Da muss er übrigens schon sehr frühzeitig Christa Luft kennengelernt haben. Auf jeden Fall hat er das Studium abgeschlossen als Diplom-Wirtschaftswissenschaftler. Von 1983 bis 1986 war er im Verlag Junge Welt im kaufmännischen Bereich tätig. 1986 absolvierte er, oder sagen wir mal ab 1986 absolvierte er eine Aspirantur an der Akademie für Gesellschaftswissenschaften in Moskau. Ab März 1990 war er Geschäftsführer im Verlag Junge Welt. Im Mai 1990 hat er promoviert zum Dr. Röhr-Öck in Moskau. Er war 1989 Mitbegründer der AG, wie es damals hieß, Junge Genossinnen und Genossen, auf dem außerordentlichen Parteitag der SED-PDS. Von 1991 bis 1997, dazu sage ich noch etwas, war er Bundesscheidsmeister der PDS und Mitglied des Parteivorstandes. Von 1997 bis 2002 war er Bundesgeschäftsführer der PDS. Und von 1998 bis 2002 auch Mitglied der PDS-Fraktion im Deutschen Bundestag. Dann schieden wir mit den zwei Ausnahmen Petra Pau und Gesine Lötsch aus dem Bundestag aus und Dietmar Bartsch wurde Unternehmensberater. Von 2004 bis 2005 war er Geschäftsführer des Verlages Neues Deutschland. Seit Oktober 2005 ist er Abgeordneter der Fraktion Die Linke im 16. Deutschen Bundestag und ordentliches Mitglied des Haushaltsausschusses. Von Dezember 2005 bis Juni 2007 war er Bundesgeschäftsführer der Linkspartei PDS und seit 2007 ist er Bundesgeschäftsführer unserer Partei. Ich weiß nicht, ob ihr es alle glaubt, aber er kann sehr gut Russisch sprechen. Er hat außerdem eine Neigung zu sensationellen Fahrradunfällen. Aber jetzt will ich eine Würdige vornehmen, die wirklich selten ist. Wie er zu mir kam, im Jahre 1991. Meine Partei hatte einen riesigen Finanzskandal am Halse. Wir standen eigentlich kurz vor dem Untergang. Und da war Bundesschatzmeister unserer Partei zu werden etwas, das hätten wir weltweit ausschreiben können. Es hätte sich eigentlich so gut wie niemand gemeldet. Der Einzige, der damals kam und sagte, wenn er jemanden braucht, ich bin bereit, das zu machen, war Dietmar Bartsch. Und das ist und bleibt ein riesiges Verdienst. Er war ein Helfer in der Not. Und er hat danach alle unsere Finanz- und Vermögensfragen in Ordnung gebracht. Es gab nie wieder, obwohl so viele gesucht haben, die Journalistinnen und Journalisten Stunden, Tage, Wochen, Monate damit zugebracht haben, es gab nie wieder eine Beanstandung, weil er es in Ordnung gebracht hat. Er und kein anderer. Das muss ich hier so deutlich sagen. Und dann wurde er Bundesgeschäftsführer. Was kann man ihm da alles anvertrauen? Er kann Wahlkämpfe organisieren.
Er kann funktionierende Teams aufbauen. Er kann Schwierigkeiten in der Abstimmung mit verschiedensten Landesverbänden und Kreisvorständen überwinden. Ich kann mir unsere Linke ohne einen Menschen wie Dietmar Bartsch nicht vorstellen. Ich will das so klar sagen. Er wird weiter in der Politik unserer Partei eine wichtige Rolle spielen. Es gab Auseinandersetzungen mit ihm Ende letzten Jahres, zugespitzt. Ich griff im Januar ein, bekam dafür Kritik aus der Partei, auch von ihm. Damit muss ich leben. Und ich wollte das nicht aussparen, aber ich wollte auch sagen, es tat mir damals weh und es tut mir auch heute weh. Und meinen Gefühlen für Freundschaft ändert das gar nichts. Gar nichts. Und das will ich ihm hier auch so deutlich sagen. Und ich bin sicher, dass er auch künftig in unserer Partei eine große Rolle spielen wird. Und das werden wir ihm danken. Und eines Tages wird er es auch uns danken, denn wir brauchen uns gegenseitig. Wir haben uns ein Abschiedsgeschenk überlegt. Es ist eine Porträtzeichnung vom ND-Karikaturisten Harald Kretschmer, der ihn darstellt. Ich finde, er sieht da sehr gut aus auf der Zeichnung. Und es ist ein Strandkorb, aber nicht misszuverstehen. Nicht im Sinne, er soll sich zur Ruhe setzen, sondern das ist für die Außenstelle von Dietmars Büro in Prerow. Und den braucht er da dringend, den Strandkorb, um zu zeigen. Unsere Partei versteht natürlich auch was von genießen, damit das mal ganz klar ist. Hier seht ihr ihn und ich finde, er hat ihn auch wirklich verdient. Und jetzt sage ich euch, er ist inzwischen zum stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden gewählt worden. Er ist eigenständig, er ist ein kluger Kopf, er ist ein genialer Organisator. Wir hatten in ihm, wenn ich die ganze Zeit zusammennehme, einen tollen Bundesschatzmeister und einen tollen Bundesgeschäftsführer. Und dafür sollten wir ihm heute danken, so aufrichtig wie möglich. Und sagen, Dietmar, du bleibst bei uns und du wirst wieder was. Ich bin davon überzeugt, du gehst deinen Weg. Und jetzt komm nach vorne.
Ja, also danke, 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 danke. Also, liebe Genossinnen und Genossen, natürlich ist der Eisbären-Song völlig das Richtige. Also meine ganz engen Freunde wissen alle, dass da sehr viel Herz von mir dranhängt. Wir waren 2 Jahre nacheinander Meister. Diesmal sind wir rausgegangen und dazu gegen Augsburg. Ich glaube, das liegt in Bayern. Das geht gar nicht. Aber wir werden nächstes Jahr wieder angreifen, das ist völlig klar. Und liebe Genossinnen und Genossen, natürlich ist das jetzt auch nicht ganz leicht für mich. Ich will sagen, alles, was Gregor gesagt hat, naja, so eine klingt ja dann immer auch ganz gut und so weiter. Aber das kriegt ja gar kein Mensch so hin. Und ich will hier ganz doll Danke sagen, vor allen Dingen bei der Bundesgeschäftsstelle. Und namentlich hier bei Schorsch Fees, der hinter mir steht. Häufig sind sie gescholten, aber ich sage euch mal, das sind diejenigen, die manchmal viel, viel Prügel kriegen, aber ohne die hätten wir auch die Erfolge nicht hingekriegt. Auch so ein Parteitag, die hinter den Kulissen stehen, sind die Arbeiterinnen und Arbeiter. Deswegen herzlichen Dank an die Genossinnen und Genossen des Kalibknechthauses. Herzlichen Dank an die mich all die Jahre begleitet haben, an meinen Landesverband natürlich ganz besonders, an die vielen Landesgeschäftsführer, Landesvorsitzenden, die ich erleben durfte. Ich habe in diesen vielen Jahren als Schatzmeister und Geschäftsführer wirklich eine tolle Zeit gehabt. Ich glaube, das wird nur wenigen geschenkt, eine solche Zeit. Herzlichen Dank, und das war es noch lange nicht.